Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder einmal in einem schönen Jaguar unterwegs. Ich weiß, den hatten wir schon. Als Cabrio. Und jetzt hatte ich den als Coupé und der gefällt mir als Coupé natürlich noch besser. Und es ist der mit 551 PS, nicht mit 495 PS. Ja, und deswegen, Wetter ist geil und ich wollte gerne eine Probefahrt machen. Und der Wagen vom Preis passt der auch. Und deswegen bin ich mal jetzt am Überlegen, ob ich mir den wirklich vielleicht holen soll. Ja. Fahren wir doch einfach mal und genießen den schönen Sound. Ach ja, das ist echt schon der Wahnsinn. Aber das Auto, du hast nicht wirklich viel vom Auto, wenn du so überlegst. Das ist schon geil, aber der Preis ist natürlich neu. Das erlaubt ist, ich krieg das echt nicht in mein Städel. Das war geil. Einfach nur geil. Hammer, hammer hart, ey. Ist ja hammer, hammer hart. Ist ja hammer, hammer hart. Ich habe mal mit drei keinen Klappen ausprobiert.
Sie ist so allein wie ein Teil. Ich werde jetzt so high und ich liebe immer. Geil ist, der Wagen hat hier DAB Plus, glaube ich, so sogar. Und ja, das fand ich auch super. Und die hatte große Soundanlage von Meridian. Ich glaube, 770 Watt sind das. Und merkt man schon einen Unterschied. Der Sound, der ist, ich glaube, du kannst jeden Tag fahren und wärst immer begeistert, immer, ich weiß auch nicht, das ist einfach, Sound bei dem Wagen ist, ich glaube, der Beste, der geht, der Beste, der so geht, dass man den so kaufen kann. Und das ist einfach, ich bin schon echt viele Autos gefahren und das ist echt so, wo ich sage, der Wagen ist richtig, richtig geil, also, schon Hammer. Da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, euch hat die kurze Probefahrt wieder gefallen. Also der Wagen ist echt Hammer. Ich guck mal hier, dass ich hier nicht so in der Sonne bin. Ja, wie gesagt, vom Sound her, vom Fahren einfach nur Wahnsinn. Also so ein Wagen ist echt schon perfekt. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, zwei, drei Kleinigkeiten. Klar, es gibt kein Head-Up-Display. Das ist ein bisschen schade, weil wenn du es einmal hattest, dann willst du es immer wieder haben. Das hat der M3, M4 ja auch und der 5er auch hier. Und was mir aufgefallen ist, Entertainment hier in Navigation und in der Touch-Eingabe und so, das ist alles nicht sehr flüssig und die Darstellung ist echt nicht BMW-like und da ist Mercedes, BMW und Audi auch besser. Das muss man schon sagen. Ich habe gehört, mit dem Facelift-Modell, also von der neueren Version vom Jaguar und so, da sollen die auch alle viel schneller reagieren, soll auch besser sein von der Darstellung, aber kommt an BMW, Mercedes nicht dran und Audi auch nicht.
Ja, schreibt einfach mal drunter, wie ihr so den Sound findet. Könnt ihr vielleicht noch einen anderen Wagen? Wie findet ihr den AMG-Sound dagegen? Weil es ist ja auch V8. Ja, wie gesagt, ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. War wieder geil. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Freue mich über ein Like und ein Abo natürlich auch. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.